Ich bin eigentlich mit dem Kader 99% zufrieden. Mir fehlt eigentlich nur ein Spieler, nämlich Baku von VfL Wolfsburg, der für mich gerade auf der rechten Seite eine Riesensaison in Wolfsburg gespielt hat. Und gerade da haben wir doch ein bisschen Probleme. Deswegen nimmt Kimmich jetzt diese Position ein, ob er will oder nicht. Im zentralen Mittelfeld sind wir top aufgestellt und hoffe ich doch, dass wir mit dieser Mannschaftsausstellung, die Jogi Löw auch gegen Lettland gezeigt hat, ähnlich beim Auftaktspiel gegen Frankreich ein gutes Ergebnis erzielen. Ja, wenn sie ihre Qualität auf den Platz bringt, wenn der Zusammenhalt stimmt, das war vor 3 Jahren in Russland nicht der Fall. Da hat es zu viele Einzelteile gegeben in der Mannschaft. Da ist die Mannschaft nicht so aufgetreten, wie ein Champion auftreten muss, um seinen Titel zu verteidigen. Das ist uns bei Weitem nicht gelungen. In Spanien, da war keiner, der die Mannschaft im Endeffekt dann angetrieben hat, der sie organisiert hat. Da hat sich jeder sein Schicksal übergeben. Und das, gehe ich davon aus, würde mit Mats Hummels und Thomas Müller nicht passieren. Und deswegen ist es auch wichtig, dass eben solche Leute jetzt wieder zurückgekommen sind, aufgrund ihrer Leistung, aufgrund ihrer Persönlichkeit. Und deswegen ist es wichtig, dass Jogi Löw sich dazu durchgerungen hat, diese beiden Spieler wieder für die Nationalmannschaft zu nominieren.